ich versuche 85 mich einzupegeln. 84 ist nicht gut. 84 ist nicht 85. Jetzt habe ich 85. Ah, Fischauge. Kennst du Fischauge? Von Hotshots? Und Hotshots hier, oder wie heißt der mit die, wo sie die Fliegerfilm verarschen? Das ist so der eine mit der Brille, wo die Goldfische drin schwimmen. Durch Auge. Ei, Schneemann. Ich guck gerade, hat mich gerade einer angeschrieben, Elbe TV. Ich hab geguckt, was er schreibt da. Hey Schneemann. War am besten so mindestens 150 Meter mindestens. Wir müssen Spur wechseln. Nein, ich kann nicht schneller. Ja, normal, ich auch. Ja, ich konnte gerade noch rüberziehen, die dumme Sau. Ah, oh, guck an der Mautstation, der schneller ist. Jedenfalls gehe ich kein Blitzer, also wird er ausgestochen. Ja, und? Ich passe hier durch. Nee, keine Angst, ich mache hier auf 85. Der wird schon vorbeifahren. Nee, ich mache 85. Ich bin 85. Ups, da lacht. Sollte nicht so viel auf den Tacho gucken. So. 85 liegen an. Nächste Mautstelle fahre ich rechts an und abspeichern. Ja. Ich drück mal aufs Gas, ja. Warte. Ich komme. Oh, jetzt. 100. Kann ich ja wieder auf 85, ne? What the fuck? Wer? Guten Abend, René. Toll, ich kann gerade nicht schreiben.
Jetzt kommt wieder Tankstelle. Tankstelle fahre ich ran. Ne, das ist der, der mit uns gefahren ist. Wie findest du denn jetzt den Scania hier? Der sieht ein bisschen anders aus als deiner. Ja, mit dem Totenkopf drauf. Nochmal voll tanken, weißt du, hier ist der Sprit nochmal günstig. Ja, mache ich sowieso. Und? Wolltest du nicht tanken? Gespeichert? Du sag Bescheid, wenn du fertig bist. Bleibt er denn jetzt schon wieder? Bleibst du denn jetzt schon hier? Wow! Ich hab hier schon wieder... Wie viel Tonnen? F6? Na gut, 5 Tonnen mehr als ich. Dann würde ich sagen, fährst du vor. Als kommende Mautstation. Und dafür hast du 20 PS mehr als ich. Oh, Vorsicht, Blitzer. Zu spät, ne? Ritchie, der ist da vorne in den Zaun gefahren, oder? Nee, doch nicht, schade. Also noch circa eine halbe Minute, dann bin ich bei euch, falls die Ampeln nicht rot sind. Ja, der muss ein Pferd vor. Wer hat die wenigsten PS? Reaper. Ich, oder? Ötchi, wie viel hast du?
aus Scania, okay. Wie viel Tonnen? 14 Tonnen, okay. Ich habe 680 PS und 9 Tonnen, also ich bin relativ schnell unterwegs. Ich habe 600 PS und habe 25 Tonnen. Ich habe auch 25 Tonnen. Okay, auf jeden Fall. Sebastian fährt vor. Genau. Aber bitte Sebastian auch ansagen, wie viel kmh, dass ich dann die C-Teste drücken kann. So war das nämlich viel gechillt da. Hat ich zumindest. Ach, ja, der Schneemann. Er ja, steht an der Ampel in der Richtung, aus, in die ihr fahren müsst. Richie? Kann er schon ein Stück rausfahren oder nicht? Richie da? Oh, ich komme jetzt zu euch. Wie schnell soll ich denn fahren? Ungefähr? Autobahn 80, 85. Und Landstraße 70, 80. René? Ja? Hast du was zu schreiben? Nein, gerade nicht. Falls dir mal dein Handy geklaut wird, war hier bei Facebook aufgemacht worden, ne? Ja. Musst du vorher eine Nummer, kannst du deine Serialnummer, deine Seriennummer von deinem Handy. Ja. Falls also, wenn das Handy geklaut wurde, der trotzdem eine andere Karte reintut, ja. Du hast diese Nummer, gibst du den Hersteller die Nummer, dann wird das Handy blockiert, er kann damit nicht mehr telefonieren, auch wenn er eine andere Karte drin hat. Oh, okay. Kriegst du dein Handy nicht mehr wieder, aber der Typ kann auch nichts damit anfangen. Scheiße, jetzt hänge ich mal hier fest. War nicht gut. Richie, fahren, ja. Das war nicht gut. Ja, das kann sein, dass er vorsichtig ist. Ich muss mal zurückstoßen. So, jetzt können wir fahren. Wer ist noch hinter mir mit dem Gabelstapler? Gut, Sebastian, kannst. Ja, ich habe nur noch gerade gespeichert. Kannst du mir mal morgen nochmal durchgeben? Also heute Abend habe ich jetzt gerade keine Zeit dafür. Alles klar. Aber es soll ich dir was sagen, wenn jemand mein Handy klaut, der will damit gar nicht telefonieren. Alter. Ja, du weißt aber, wie ich das mit Handy blöd zu bauen, ne? Ja. Ich habe mein Handy ist, naja, nicht gerade das teuerste. Ich bin froh, dass ich damit... Noch und so ist das nicht. Gibt's ja den meinen 5110 wieder mit Snake drauf und das war's. Wir hätten Kellogg's Aufliegerplatz gemacht. Längs. Das ist die Brücke. Wer backt da so vor mir? Hey, Deutschland. Und da, der backt? Die backe zum Verarschen. Ja, das ist innerorts. Vorsicht jetzt. Da ist frei. Da ist frei. Gut. Kreuzung ist frei. Ja, fährst du jetzt, Sebastian? Ich fahr gerade 60. Das wird hier hinter mir also, ne? Dann lass 60 bleiben. Ruhig Rundumlicht an. Also ich bin jetzt bei 60. Und ich fahre jetzt knapp 60. Ja, ich fahre auch 60. Dann gib mal Gas noch. Kannst. 80 oder was? Ja, ja, mach ruhig 80. Jo. Oh, 80. So, ich bin jetzt bei 80. Wir werden überholt. Wir werden überholt. Wir werden überholt. Richie, haben Sie dich getroffen oder was? Rechts reinfahren, Richie muss neu laden. Halt mal auf den Tankstellenparkplatz an. Hey? Ah, okay, gut. Tipptopp. Du willst jetzt aber nicht von Fußball 0-0, ja? Gut. 80, ja? Ja, 80. Ja. Muss einer noch tanken? Nö, ich habe eben gerade in meiner Firma getankt für 1,04 €. Ich muss nicht. Musst du das? Richie, musst du tanken? Ich auch nicht. Gut, können wir weiterfahren.
Aber den übernächsten Parkplatz oder Tankstelle mit Parkplatz zum Absprechen. Als letztes ins Bett gehen muss. Ja, da ist doch sowieso gleich. Geh als letztes ins Bett und steh als erster auf. Willst du von mir, Schatz? Die wollte auch mal einen Kommentar abgeben. Nein, meine Frau steht nämlich da und versucht mir mitzuteilen, dass ich jetzt ins Bett zu kommen habe. Ganz böse wegen. Das guckt mich nicht so an, ich krieg Angst. Wart ihr denn jetzt 80 oder 60? 80! Ich hab's mitgekriegt, da ist eben gerade jemand null gefahren. 35% Schaden. Wir nein, Schatz, das ist kein Grund, ins Bett zu gehen. Schatz, nun hör auf, ich komme ins Bett, wenn es so weit ist. Okay. Gute Nacht, Schatz. Ja, sag doch, was du anhältst. Also, ich bin jetzt gerade an der Werkstatt, ja. Na, wir warten. 36% Schaden und 17 auf dem Anhänger. Weil du auf einmal vor mir gestanden hast. Ja. Du? Ecke? Oder besser gesagt, dein Anhänger hat auf einmal vor mir gestanden. Ich bin voll drauf gefahren. Bin ich Sprecher hier mal. Hat keine Chance mehr gehabt. Aber Richie, du bist ja nicht auf mich drauf gefahren, oder? Ihr könnt ja lang weiterfahren. Okay. Also wir wollen morgen nach Konstanz nochmal einkaufen fahren. Vom Urlaub. Also theoretisch müsste ich morgen sehr, sehr früh raus. Also fahren wir 50, oder? Jupp. Das ist der Roman Grill hier. Was hast du denn jetzt für einen? Ja, das könnte ich dir zeigen, wenn du bei Facebook bist. Und wo ein halbes Rind drauf passt, oder was? Halbes Rind, da kannst du eine ganze Herde drauf. Der ganze Auflieger von einem amerikanischen Truck ist ein Grill. Cool. Hier so ein Smoker, was, ne? Ja, ja. Ja, das ist doch mal was. Da kannst du grillen, ohne Ende. Aber was nützt das, wenn du nur ein halbes Kilo Fleisch essen kannst? Na gut, dann nimmst du den Rest zum Bräunen. Legst du dich selber rein um? Ja. Bist du gerade, René? Irgendwie ein paar hundert Meter vor dem Parkplatz. Aber ich schätze mal, ihr seid durchgefahren, oder? Ja, so raus. Richie, dein Abstand wird auch immer größer, kann das sein? Also, ich würde mal sagen, ich bin 400 Meter hinter dir. 200 Meter Geschwindigkeitsüberschreitung. 550. Beschleunig ich mal. Wir sind gerade an einen Parkplatz vorbeigefahren. Ja, wir sind nach dem Parkplatz gerade. Wie viel fährst du jetzt? Bei grad 70. Was ist das hier?
Ja, das kann doch nicht sein, diese scheiß Raudis immer. 80 fahren, das ist auch okay. 80? Ja, wir können auf 80 bleiben. Benners, wo bleibt ihr denn? Ich bin gerade unter der Autobahn durch. Naja, gut, wenn du meinst. Also nicht einer von euch hat zurückgehupt, das finde ich jetzt aber schade, ne? Ich hatte keine Zeit zum Hupen. Vorsicht, an der Abfahrt steht ein LKW. Also Abfahrt rechts runter, ja. Ja, wenn Sebastian jetzt ein Stück zurückbleibt, dann ist alles okay. So, ich halte mal kurz am Randstreifen an. Abspeichern. Speichern, 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 speichern. Schnell, 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 schnell. Speichert. Mensch, wo bleibt der denn so lange? Ich hab dich schon überholt, du. Ja, ich hab's gesehen, ja. Oh, jetzt speichere auch mal schnell. Ihr könnt weiterfahren. Ich bin wieder recht da. Wollt ihr nicht auch abspeichern? Hab ich eben schon mal gemacht. Ja. Wird aufgefallen, René, wir sind die Letzten. Hey, mir ist aufgefallen, du bist der Letzte. Ja, ich merk schon, ihr wollt mich nicht mehr. Genau. Deine 750 PS sind einfach zu langsam. Ja, Mensch, ich brauche 50.000 PS, Alter. Meinst du, man kann das aber irgendwo umschalten? Lass uns mal nachher, wenn es geht, auf einem großen Parkplatz mal anhalten und ein schönes Foto machen. Okay. Oder, wie schnell fahrt ihr eigentlich? Ritchie kann ja auch eine Aufnahme machen, meinetwegen. Läuft schon. Oh, pssst, scheiße. Sebastian, wie schnell fährst du? 80. Hast du auch gerade aufgenommen, wie ich gerade mit 150 km/h an euch vorbeigefahren bin? Oh, scheiße. Aber bitte nicht nach Flensburg schicken, ja? Ach nee, Flensburg kann mir ja gar nichts. Mach das nicht, wenn du hier nach Deutschland wiederkommst und angehalten wirst. Soll ich hier auf dem Parkplatz anhalten? Genau. Ja, ja, hey, Mann. Ja, bitte, wird anhalten, okay. Ausgleich, ich kann ja auch sagen, Schweiz kann mir nichts, aber die Schweizer halten mich an. Ja, und das, dummerweise halten sie sich immer an, ne? Ja, ich kann gerade hier aber dein Kennzeichen. Scheiße, haben. Wer bremst da so stark? Ritchie. Dann kriegen wir sofort mit, wie du über die Grenze kommst. Genau. Rechtsecke die. Ja, lass uns alle nochmal auftanken hier. Polen ist locker. Locker? Das sieht gut aus. Natürlich. Lass mich raten. Das ist Tobias, der da rumliegt. Wo ist denn das? Weil ich das gehört hab. Es kam von hinten, das Hupen. Was, von hinten? Ich hab, bin Kameraperspektive 2 gegangen und da habe ich gehört, dass es von hinten kam. Oh, Alter, zuerst. Jetzt überholt er auch noch. Pass auf hier, der. Der Mensch, was hängt denn da an mir dran? Kann doch wohl nicht wahr sein hier. So, wir können. Ah ne, lass noch speichern, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Okay, weg. Butchie? Ah, okay. Wieder, ne? Ja. Ja, ja, gern. Genau. Ja. Und von dem, was hab ich denn drauf hier? Muss ich erstmal schauen hier. Und mein Traktor auch hier ist Rad noch dazu, ja.
Ah ne, Ritchie, du hast ja noch drei Gabelstapel drauf. Oh, 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 oh. Ne, pro Rad, sagst du, ne? Sebastian, kommst du noch auf 80 oder? Wollt ihr auch? Ich bin bei 80. Ich fahre jetzt schon auf 80 und bretter meine Ritchie rauf, ja. Ich hab auch gerade gebremst, weil ich nicht mehr weiter, weil ich fast reingefahren wäre, deswegen hab ich gedacht, aber kommst du auf 80? Das ist kein Problem, ja. Er fängt gerade erst an. Ja, ich weiß. Aber die Frage musste ja trotzdem gerade mal gebracht werden. Ja, sein könnte, dass er nicht mehr so viel schafft, der hätte nur 60 Minuten. Ja, ist ja nicht schlimm. Ritchie, du musst. Ritchie. Sebastian, ich glaube, du musst mal ein bisschen Nuss einbauen hier. Ja, ein bisschen Nitro. Hör auf, Mann, jetzt sagst du noch Nitro und der ist schneller als wir alle. Das ist der klare Falk 80. Ist bloß auch, wie die Kabine abhebt, wenn der Motor sich verabschiedet. Achtung. Blitzer. Baustelle und Blitzer. Was für Gramm? 70, oder? Ah, 50 in der Baustelle. Ich wurde auch geblitzt. Ja, toll. Der LKW war zu groß. Ich hab die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht mehr gesehen. Hier ist 70 erlaubt, ja, also. Nein, jetzt ist nur noch 50. Jetzt ist. Oh, ich bin es 70, jetzt ist es endlich erlaubt. Digga, fährst du? Ja. Hey, 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 was ist hier los? So wechseln. Gut, ich lasse dir eine Chance, kommen wir rein hier. Also mal von vorne. Peter, wo bleibst du eigentlich? Wir warten auf dich die ganze Zeit. Ich bin in England, wo ihr nicht rumfahrt. Das stimmt, ja. Ich glaub, die mögen alle keinen Linksverkehr, West. Fahren lieber auf der richtigen Seite. Ja, und das können sie auch noch nicht machen. Oh nein, Helene Fischer kommt gerade im Radio. ETS. Atemlos. Durch die Nacht bis ein neuer Tag erwacht. Ach, du kennst das Lied? Ja, klar kenn ich das. Das hat mir schon so oft trainiert, von dem Lied, ey. Aber es ist komisch, also es kommt an das Lied, ne? Also es, das Lied finde ich ja doof. Und die Stimme ist okay und die Frau ist auch okay. Weil hier Ortschaft ist. Wir biegen links ab, oder? Yep. Ja, ich merke schon, weil Ding, Sebastian fährt irgendwie gerade aus bei der Rückwärts. Sebastian? Peter, was lachst du so dreckig? Ja. Wir gucken hier gerade wieder mit Tiere. Ich muss links jetzt auch. Die Blödsinn bauen. Wenn jetzt Ritchie nicht aufnehmen würde, hätte ich auch was gebracht hier, apropos Tiervideos. Ihr seid doch bestimmt da hinten über Rot gefahren, Alter. Ja. Oh, Entladestation ist in Sicht. Peter, dein Lachen wird aufgenommen, ja? Fährst du richtig? Ja, ne? Die blöd. Sebastian, bist du richtig gefahren? Ich fahr richtig. Er muss doch wissen, wo seine Entladestation ist. Ja, Frankenstein ist okay. Ja, ja, okay. Kann mal jemand denen da vorne sagen, die soll mal losfahren hier? Kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn hier los hier? Stau oder was?
halten die eine rote Ampel an und dann fahren sie auch noch rüber. Sind die doof. Grün! Ja, war gerade noch so als gelb. Schade. Das mal bei mir war es auch noch gelb. So, ich muss jetzt rechts und dann zweimal links. Ich habe abgegeben. Ja, wir haben nur rote Phasen, macht dir keinen Kopf. Ja. Hatte gerade grünen Phase. Du hast die perfekte Welle gehabt. Die perfekte Welle. Der perfekte Gut. Moment. Ach, Vorsicht! Alter, das wäre so scheiße, dass wenn ich mir wirklich in den Hof fahren werde. Wart ja auch noch Pro Speed oder wie es heißt? Ja. Ich glaube, ich werde mal gleich in die Flycam wechseln. Warum? Damit ich sehe, wie du einpackst. Ach, das ist mir egal. Ich weiß. Nee, Zandbill, das ist es. Okay. Oh, man kann es ja rammen. Ach, du heilige Scheiße, warum sagst du mir das vorher? Die perfekte Welle. Der perfekte Moment. Da 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 da. Wer hat von euch Rundumlicht an? Stimmt. Tobi, Mann, oder? Könnt ihr mir mal den Hänger da wegmachen, Alter? Der stört mir gerade beim Einparken. Ey, stopp. Richie, was machst du? Natürlich! Alter, ihr müsst mal chillen hinten. Du hast. Ah, schon wieder! Ey, Alter. Noch ein Schaden hier! Richie, hör doch mal auf hier! Ich hab 4% Schaden auf den Anhänger gekriegt, bloß weil du hin und her switcht hier. Ich werde den anderen. Nur Kollisions. Ah, nee, doch volle Kollisionszone. Scheiße. Ich werde den anderen Anhänger eine Tour von mir weggeschossen. Ey, da hättest du eben mal sehen müssen. Der ist voll Twitcher, 30 Meter vor, ja, 60 Meter gesehen. Zurück. Mann, dieser Anhänger da hinten. Hab ich gesehen, ich stehe ja hier. Und da hab ich gesehen. What the. Weiß ich nicht, hab mich gerade ausgelockt, ich komm nochmal rein. Ach, war vor dir hier. Boah, ich krieg den Anhänger da nicht weg, Alter, warte, ich pack. Oh, ist der noch nicht drin?